Er kennt mit Sicherheit die Spieler sehr gut. So viele Wechsel hat es nicht gegeben. Und dann wird er sich auch die Mühe machen, unsere letzten Spiele natürlich anzuschauen und zu analysieren. Dann, klar, das ist aber auch nichts Ungewöhnliches. Wir können nicht alle draußen lassen, die mit ihm gearbeitet haben, weil dann haben wir keine Mannschaft mehr. Und das gehört dazu. Also, wie gesagt, ich finde, die Handschrift ist klar erkennbar, der Stil ist klar erkennbar. Es fehlt gerade an Ergebnissen, aber wir konnten das so in der Spielanalyse nicht sehen. Das spricht ganz klar für ihn. Ich habe hier jetzt auch eigentlich nur positives Feedback über ihn gehört von allen Leuten, vom Staff und von den Spielern. Deshalb ist doch gut, dass er da seinen Weg macht und er wird uns das Leben mit Sicherheit versuchen, sehr schwer zu machen. Nee. Weiß ich jetzt gar nicht genau, ob Fluch oder Segen. Es war sehr ungewöhnlich, so lange Zeit zu haben und eigentlich in einer Phase, wo du so am Limit bist mit Reisen und gar nicht mehr trainierst, plötzlich eine ganze Trainingswoche zu haben. Die Platzwarte und alle Helfer haben großartige Arbeit geleistet, dass wir ab Dienstag wirklich auf perfekten Bedingungen auch wieder trainieren konnten. Sieht man ja auch, während außenrum immer noch alles verschneit und vereist ist. So, deshalb erstmal ein großes Dankeschön und dickes Kompliment daran. Und dann haben wir jetzt wirklich versucht, wir wollten eigentlich gegen den Union schon nochmal eine Schippe drauflegen in der jetzigen Phase der Saison und nochmal in Aggressivität und Invest auch nochmal. Waren dafür eigentlich auch bereit, bis am Freitag dann alles zusammengebrochen ist vor lauter Schnee. Und jetzt war die Aufgabe schon, Spannungsbogen zu halten. Es war sehr, sehr ungewöhnlich, aber die Dinge, die man nicht verändern kann, da lohnt es sich auch nicht groß drüber zu philosophieren, ob das jetzt Vor- oder Nachteil ist. Es ist, wie es ist und wir wollen morgen dann den nächsten Schritt gehen und unbedingt auch auf Sieg spielen und gewinnen und haben schon versucht, dementsprechend die Woche zu nutzen, auch intensiv und aggressiv zu trainieren. Das haben wir auch gemacht auf einem sehr hohen Niveau. Und jetzt gilt es, das morgen in Frankfurt auf den Platz zu bringen, weil wenn ich Frankfurt anschaue und analysiere, ich persönlich sehe ich die vier Niederlagen nicht, die sie da jetzt natürlich erlitten haben. Und das ist wahrscheinlich aus ihrer Sicht extrem auch unbefriedigend und nie schön, so eine Niederlagenserie, aber ich sehe es inhaltlich nicht. Also ich sehe eine sehr gute Mannschaft, ich sehe eine sehr schnelle Mannschaft, eine sehr flexible Mannschaft, klare Handschrift. Es ist attraktiver Fußball, technischer Fußball. Sie sind sehr flexibel, sie attackieren manchmal mit 5 Leuten, manchmal mit 6 Leuten in der gegnerischen Hälfte. Sie können tief verteidigen, kontern, sie können zwischen Viererkette, Fünferkette wechseln. Das passiert teilweise im Spiel auch fließend. Also das, was wir analysieren und was wir sehen, passt nicht zu den letzten Ergebnissen. Ich hoffe, dass ich das dann auch ab heute wirklich an die Mannschaft rüberkriege. Das ist normalerweise so, dass sie mir dann auch hoffentlich vertrauen und wir nicht den Schwerpunkt darauf haben, wie die letzten Ergebnisse sind, sondern das, was tatsächlich passiert. Und dann wartet ein schweres Spiel auf uns, viel Arbeit vor uns. Aber wir sollten bereit sein, den Invest dann wirklich auch zu machen. Fertig, alles beantwortet, oder? Versuchen wir es noch einmal. Nikolas Lindner für die Bild. Ist im Kader, wenn jetzt ein Abschlusstraining klar, unter Vorbehalt, dass nichts passiert, ist schon mal im Kader. Mit Sicherheit nicht 90 Minuten und dann werden wir entscheiden, ob er startet oder das Spiel für uns beendet. Und ansonsten sind außer Matthijs de Ligt und Bounassar, würde ich sagen, alle im Kader. Neue Konkurrenz. Wir haben einen sehr jungen, sehr, sehr hungrigen Spieler verpflichtet. Ein bisschen Spätstarter in seiner Karriere und sehr selbstbewusst und ein guter Dribbler. 1 gegen 1, sehr schnell. Das ist eigentlich das, was ihn beschreibt. Und hat viel Hunger, viel Selbstvertrauen. Und das ist das, was wir dazu bekommen, das, was wir unbedingt wollten. Da sind wir sehr glücklich darüber, dass er sich für uns entschieden hat. Nee, mit Basti, also war es immer schön, mich auszutauschen, als ich noch Trainer in Mainz war und er Spieler bei Bayern. Das war jedes Mal, wenn wir irgendwie gegeneinander gespielt haben, hatten wir 5 Minuten oder 10 Minuten gefunden, um uns auszutauschen. Es war immer lustig, vor allem, weil er natürlich ein Schlitzer ist und guten Humor hat. Und dann haben wir uns jetzt nochmal getroffen in einer Länderspielpause zufällig und weil wir am gleichen Ort waren im Ausland.
Und ja, sind eigentlich schon länger immer in Kontakt, lose im Kontakt. Jetzt hat sich die Möglichkeit gegeben für, wie Sie ja gesehen haben, für ein Treffen und ein Abendessen und ein Getränk. Und das macht einfach Spaß, aber das ist sehr freundschaftlich. Das hat mit seiner Tätigkeit als TV-Experte nichts zu tun, wie Sie ja richtig in dem Artikel dann auch geschlussfolgert haben, ist ja für DFB-Pokal der Experte. Da sind wir leider nicht mehr dabei. Aber ich schätze Basti sehr schon immer, seine Art, und er macht für mich einen Eindruck, als wäre er sehr glücklich in seinem aktuellen Leben und sehr, sehr im Reinen mit sich selber. Deshalb ist es eine große Freude, mit ihm zu sprechen, weil es ist einfach positiv, eine wahnsinnige Erfahrung. Tauscht sich über Fußball aus, geht dann extrem wenig um FC Bayern, auch wenn Sie sich das vielleicht nicht vorstellen können. Es geht um Fußball allgemein, und er hat einen reichen Erfahrungsschatz, und es ist immer lustig, mit ihm zu quatschen. Und deshalb habe ich das gemacht. Aber ist eigentlich kein Thema für die Pressekonferenz. Ja,